Ein Fuchs, der tut uns nichts. Außer komisch rumglitschen. Ey, der hat gar keine Angst vor uns. Okay. Ja, sonst scheint hier nichts zu sein, außer eine Brücke. Wo müssen wir lang? Ist da irgendwo ein Schild? Iverstadt da hoch, okay. Wir kommen Iverstadt immer näher. Das Einzige, was uns daran hindern könnte, dort anzukommen, wäre ein Drache. Oder eine große Gruppe von Leuten, die auf uns Kopfgeld gesetzt haben, beziehungsweise ein Auftragskiller. Auf uns wurde Kopfgeld gesetzt und er soll uns töten, um das Kopfgeld abzukassieren. So ist es richtig. Oh, was sind das für Tiere? Ey. Sind das Elche? Die habe ich ja noch nie gesehen. Bleib hier, ich will dich angucken. Bleib hier, ich will dich angucken. Ey, das sind tatsächlich Elche, okay. Müssen wir hier rüber? Ich glaube schon. Sprechen wir erstmal mit ihr. Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Wohin genau wollt ihr denn? Ich sollte es besser nicht jedem sagen, der fragt. Es sind wichtige Angelegenheiten, wisst ihr? Ich könnte euch eine Menge Ärger ersparen. Nein, ich glaube, ich komme klar. Aber danke. Nein. Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ach, dann nicht. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Gehen wir mal in diese Richtung hier. Ich habe noch so viele schöne Spiele, die ich let's playen könnte. Aber einige davon sind auch für die PlayStation 2. Und da habe ich keinen Plan, wie ich das aufnehmen soll. Wenn irgendjemand von euch weiß, wie ich PlayStation 2 Spiele aufnehmen kann, mit irgendeinem Emulator oder sonst irgendetwas, dann kann jeder Bescheid sagen, denn da habe ich noch zwei schöne Projekte. Was machen die? Was, ey, bleib mal hier, ich will dich was fragen. Das ist wichtig. Was geht dir ab? Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Bitte heilt mich. Möge es denn das Licht euch von euren Übeln befreien. Okay, danke. Ihr jagt Daedra. Und alle anderen Abscheulichkeiten, die Jagd auf die Sterblichen machen. Vampire, Werwölfe, Hexen. Aber die Daedra sind am schlimmsten. Ihre kalte Verachtung unseres Lebens ist dem Gott der Gnade zuwider. Okay, irgendwas geht hier ab. Niemand entkommt den Wächtern. Alle kommen ins Licht. Ist irgendwo ein Daedra oder was? Das könnte spannend sein. Oder ein Werwolf. Ich bleib einfach mal bei denen hier. Möge Stenders Gnade mit euch sein, denn die Wächter kennen kein Erbarmen. Ach egal, wir sind ja bald auch ein Werwolf. So. Wo? Okay, ich habe ja irgendetwas gehört. Wo lang? Da hoch. Aber ich will erstmal hier dieses Höhlending oder dieses Versteck entdecken. Oh. Ich wusste es doch, dass du hier bist. Durchsuchen, Wolfspelz. Daraus können wir ja schönes Leder herstellen. Das ist noch was. Boah! Fetter Bär. Oh, der hält viel aus. Speichern. Der hält extrem viel aus. Oh Gott, wir sind gleich tot. Haben wir irgendwelche Tränke dabei? Krankheitsheilung? Nein. Oh Gott. Wir sind sowas von fett tot. Heilung. Oh, wir haben Heilung. Einfach heilen. Einfach heilen und laufen. Heilen und laufen, mein Lieber. Heilen und laufen. Heil und lauf dich um dein Leben. Oh Gott, irgendwie entkommen wir schon. Irgendwie schaffen wir das. Ist der immer noch hier irgendwo? Boah, der ist da direkt! Wir haben es gar nicht geschafft. Die Einwohner helfen uns bestimmt. Oh Gott, es ist Nacht. Hoffentlich ist da irgendjemand. Hier, helf mir bitte.
Boah, danke. Warte, ich muss ihnen irgendwie helfen. Oh, ich habe keine Waffen da ausgerüstet. Oh Gott, stellt sich gerade auf. Armer Typ. Der wird sterben. Der geht drauf. Oder der geht drauf. Ey, auf 50 Gold auf den Bär. So, erstmal hier. Stahlkrummsäbel, Favoriten. Voll in den Arsch gestochen. Bärenklauen und Bärenpelz. Ey, danke, ne? Ich muss da eben nur einen aus eurem Dorf kaputt hauen. So. F5. Ich hoffe, Nafi hat kein wichtiges Quest für uns. So. Wurden wir entdeckt? Nein, das scheint nicht so. Nehmen wir einfach mal alles von ihm mit. So, jetzt können wir Bericht erstatten. Und das tun wir dann jetzt auch direkt. Denn wir haben jetzt Ivarstadt entdeckt. Können uns gleich hier wieder zurück teleportieren oder beziehungsweise können hier wieder schnell hinreisen und danach, sobald wir Bericht erstattet haben, können wir dann hoch zu den Graubärten. So, wo war das nochmal? Das Versteck. Wo war unser Versteck? Ach Gott, ich hab's vergessen. Ach, hier unten. Ja, zur Zuflucht. Wer die Dienste der dunklen Bruderschaft sucht, muss das Ritual des schwarzen Sakraments durchführen. Das sieht komisch aus, die Statue. Und wir sind Stufe 11. Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Okay. Ach, die schönen Ladesequenzen von Skyrim. Wie wir sie alle vermisst haben. Oh Gott, hier ist die Framerate noch beschissener als draußen. Oh Gott. Ich hoffe, das sieht man jetzt nicht in der Aufnahme zu sehr. Doch die Mutter der Nacht ist uns allen eine Mutter. Ihrer Stimme folgen wir, ihrem Willen. Würdet ihr es wagen, ungehorsam zu sein? Und dafür bestraft zu werden? Was sind das für Mongo? Redet nur weiter, kleiner Mann. Dann sehen wir, wer hier bestraft wird. Okay. Stichwort. Seid doch still, ihr alter Brombeer. Der Mann hat eine lange Reise hinter sich. Das war unser! Herr Cicero, ich für meinen Teil bin erfreut, dass ihr und die Mutter... Der steht darauf! Nein, der steht nicht drauf! Warum tun die sich gegenseitig weh? Ja, weil das so ist. Das ich alleine gegen die ganze dunkle Bruderschaft. Wie schwach die alle sind. Wachen hätten mich schon längst zerstückelt. Ja, okay, komm, mach mich kaputt. Ich gebe auf. Ja, hier. Bam. Und kaputt sind wir. Cicero steht wohl doch nicht drauf, geboxt zu werden. Wenn du mit einem Schild oder einer Waffe blockst, dann sehe ich den Text nicht mehr. Eine lange Reise hinter sich. Ihr könntet wenigstens höflich bleiben. Herr Cicero, ich für meinen Teil bin erfreut, dass ihr und die Mutter der Nacht eingetroffen seid. Eure Anwesenheit hier läutet eine willkommene Rückkehr zu alten Werten ein. Oh, was für ein gütiger und weiser Zauberer ihr seid. So verdient ihr euch sicherlich die Gunst unserer Dame. Ihr und die Mutter der Nacht seid hier natürlich immer willkommen, Cicero. Und man wird euch den Respekt entgegenbringen, der euch aufgrund eurer Rolle als Bewahrer gebührt. Verstanden, Gemahl? Oh ja, ja, ja! Danke, danke, danke! Aber täuscht euch nicht. Ich bin immer noch das Oberhaupt dieser Zuflucht. Mein Wort ist das Gesetz. Sind wir uns in diesem Punkt einig?
Oh ja, Herrin! Perfekt! Ihr seid der Boss! Ah, da seid ihr ja gut. Meine Unterhaltung mit diesem brummelnden Tölpel war sowieso beendet. Wir haben Geschäftliches zu bereden. Okay, bevor wir aber anfangen, die Sachen zu bereden, der Typ ist komisch. So, habt ihr denn einen Auftrag für mich? In der Tat. Ihr müsst in Markart mit der Assistentin des Trankmischers reden. Ihr findet sie wahrscheinlich in der Hexenheilerei, wenn der Laden geöffnet ist. Das Mädchen hört gar nicht mehr auf zu fluchen. Sie will ihren einstigen Geliebten tot sehen. Anscheinend hat sie das schwarze Sakrament vollzogen. Ihr Name lautet Muiri. Ihr müsst mit ihr reden, den Auftrag vereinbaren und ihn dann vollstrecken. Sonst noch etwas? Tut einfach, was der Auftrag von euch verlangt. Seid professionell, vertretet uns gut und erledigt eure Arbeit. Da es sich um euren ersten Auftrag handelt, dürft ihr behalten, was immer Muiri euch zahlt. Sie wird bestimmt großzügig sein, sind sie immer. Okay, unser erster richtiger Auftrag. Aber zuerst, bevor wir diesen Auftrag anfangen, sprechen wir erstmal mit diesem komischen Typen hier, der uns die Aufträge gegeben hat. Also unsere kleinen ersten Aufträge. Das ist der werte Herr hier unten. Hi, Nazir. Wie ist es euch mit Ennodius Papius ergangen? Habt ihr bewiesen, dass sein Verfolgungswahn gerechtfertigt war? Jojo, alles super. So viele Aufträge, so... Gut. Der ist tot. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Hier ist eure Bezahlung. So, und der ist auch tot. Glückwunsch. Ihr habt einen abgemachten... Und der ist auch tot. Natürlich ist sie das. Wie ich hörte, ist das Bergbauwesen voller Halsabschneider und die Arbeitszeiten sind mörderisch. Es kann doch unmöglich wahr sein. So. Bruder? Ja, wir haben doch alles... Gute Jagd. Was wollen wir jetzt machen? Und was ist mit dem alten Bettler Narfi? Ist es vollbracht? Hat er um seinen letzten Septim gebettelt? Narfi ist tot. Glückwunsch. Ihr habt einen abgemagerten Bettler. Hier habt ihr eure Bezahlung. Auf geht's. Wo ist unsere Bezahlung? Ach da, okay. Ich dachte schon, da wärst du jetzt tot gewesen, mein junger Freund. So, und mit dem Blick auf diesen schönen gedeckten Mittagstisch verabschiede ich mich von dieser Skype-Aufnahme, sagt bis zum nächsten Mal, euer Daros-LP.